Verdammt, dann gebt es ihm doch. Dass ich euch ja gleich aufs Maul gebe. Herr Vanagas, helft mir mal. Ich mache mich daran, das Tor zu öffnen. Die Ritter treten davor. Also, wie gesagt, zwei Leute, die jetzt davor stehen und den Balken versuchen zu beschützen. Das werdet ihr nicht tun, sie ziehen ihre Schwerter. Ich starre ihn an und als würde ich die beiden gleich einfach packen und aneinander schlagen. Ich möchte sie gerne einschüchtern. Wascha, du kannst jetzt, weil du oben stehst, sehen, wie riesige Humeria auf euch zulaufen. Einige Gestalten, die über das Eis rennen, sind wohl, ja, Gestalten in schwere Kleidung, um der Kälte zu widerstehen, haben sie sich dort eingeschlagen und einige Froschwesen, die quakend über das Eis hüpfen, rennend. Jalan, das sind die Dinger wie von den Dörfern. Diese Froschdinger. Sehen die anderen aus wie Chimären, Frosty, oder sind das richtige Menschen? So Magiekunde. Oh. Ich erkenne noch die Chimären. Sehen die aus wie die Chimären, gegen die wir gekämpft haben auf Maraskan? Oder so ähnlich? Nee, sehen Sie nicht. Verdammt. Okay. Du siehst auch, dass sie mittlerweile an eurem kleinen Schiff, die Lorcher, lassen sie einfach links liegen. Die haben da wohl überhaupt kein Interesse. Also, wenn du jetzt auf sie zueilen möchtest, ich gebe die einfach mal frei. Moment, Scheiße. Moment, Entschuldigung. Ja. Hier sind sie. Wo Das ist ist unser Schiff immer. genau? Genau, euer Schiff ist hier. Hier ist Ja. die Dämonenarche. Das heißt, sie sind an dem Schiff vorbeigerannt. Danke, sehr gut. Sie sind an dem Schiff vorbeigerannt und interessieren sich auch nicht dafür. Sie laufen einfach auf den südlichen Hafen zu und direkt auf die Mauer. Nur wissen wir alle das ja nicht. Nur Scuffy weiß das. Richtig. Sie kommen direkt auf uns zu. Die Schiffe sind ihnen egal. Ihr drei, wollt ihr hier stehen und warten, bis sie über die Mauer klettern und euch auseinandernehmen? Oder wollt ihr da rausgehen und denen zur Abwechslung mal aufs Maul hauen? Kapitän, Kapitän, wartet! Wenn das Everton Verstärkt die erschallt. Mauern! Der Ritter, der unten vor dem Balken steht, knurrt dich nur noch an. Du siehst jetzt auch unter seinem Helm, wie er wohl überhaupt keine Lust hat, jetzt mit dir zu diskutieren. Entweder ihr schließt euch jetzt der Verteidigung der Stadt an, oder wir werden euch hier so oder so den Kopf abschneiden. Er hat recht, das ist keine Zeit für Streitereien. Okay, Wir müssen Sekunde, die ich muss Stadt kurz. halten. Ja, Sekunde, ich muss kurz eine Rachsucht würfeln. Na gut, aber das ist noch nicht vorbei. Ephadaios, was meint ihr? Wir brauchen jemanden, der den Effa-Tempel verständigt. Das Horn muss geblasen werden. Und dann. Nun. Müssen wir Myria! einmal herausfinden, ob das stimmt, was über die Archen in den Berichten stand. Mein Herr, das sind viel zu wenig. Also, zu wenig, um die Stadt einzunehmen, aber sie werden die Tore einrennen. Mein Gott, Homeria, die sind so unglaublich groß. Myria, nimm das Schwert, renn zum Elferntempel, sag ihnen, sie sollen das Horn blasen. Nimm die Söldner mit. Ja, Myria rennt los. Und Jagold und seine Söldner hinterher. Ja. Hoffe ich mal. Was? Du willst jetzt die Söldner wegschicken? Die Hälfte. Gut, die Hälfte. Jagold, seine Knappin. Ich möchte sie gerne hier behalten, aber ich lasse Myria nicht alleine durch die Stadt rennen. Gut, dann Ich diese. nehme an, Müller lässt den Effertbart fallen, wenn sie das Schwert bekommt. Den Effertbart, den hat sie dir sowieso gegeben. Okay, gut. Den hatte sie dir in die Hand gegeben, du hattest ihn irgendwann in der Gasse losgelassen. Aber Evandaios hat den Jungen. Der Was? Junge wird jetzt vorsichtig an einer Ja, Hauswand angesetzt. dann rennt sie jetzt mit dem Effertbart in Richtung Effertempel. Und dass du wohl den Bart hier lässt, um Himmels Willen! Dann lehnt sie den einfach gegen eine Wand und rennt weiter. Ich setze den Jungen ab, lehne ihn aufrecht gegen eine der Wände. Komme, führ dich zurück. Das hier ist noch nicht ausgestanden. Ich wende mich mal an den einzig geistig gesunden Menschen hier, Brindisian. Hallo! Danke. Brindisian. Die kommen, rennen vermutlich die Tore ein. Ideen? Draußen ist eine Dämonenarche. Gibt's hier keine Soldaten? Diese Stadt muss doch eine Verteidigung haben. Guck doch mal über die Mauern, die mehr als spärlich besetzt sind. Die kommen! Ruft Wascha wieder von oben, als du so zu den Mauern guckst. Ja, wenn du dir die Mauern ansiehst, kannst du erkennen, dass wohl am Tor noch weitere Wachen stehen und da wohl aufpassen. Hier muss es doch eine Garnison oder Festung oder irgendwas geben.
Nein, Herr, wir haben um die 40 Stadtwachen, aber wir sind nicht für den Krieg ausgebildet. Ja, dann holt sie hierher! Ja, du siehst, wie verschiedene Stadtwachen sich freudig ansehen. Und ja, 5 Stadtwachen laufen los. Die habt ihr jetzt weniger, die versuchen jetzt andere zu organisieren. Halt! Stehen geblieben! Plötzlich stehen nur noch 5 Stadtwachen oben auf der Mauer. 2, die hier am Tor stehen und die anderen von der schweren Infanterie, die hier, ja, aufpassen. Okay, erstmal, Wascha, was denn? Wir müssen das Eis brechen. Vielleicht ertrinken sie. Habt ihr Pulver dabei? Hat mir nicht genug Feuer hier? Ist mir egal, ich bringe mir mein Schild raus, winke die Söldner herbei und stelle mich mit den anderen in die Bresche. Ja, möchtest du unten am Tor stehen oder oben auf den Mauern? Immer vorne dran, unten am Tor. Unten am Tor, perfekt. Ja, Wascha, du kannst erkennen, wie riesig diese Humeria sind. Ja, ich will das Eis schmelzen irgendwie. Gibt's da oben irgendwas, Frosty? Irgendwelche Langgeschüsse, irgendwas zum Brennen, zum Kaputtmachen, zum Zerstören, irgendwas Großes, Schweres, was man auf Eis schmeißen kann, irgendwas. Sie sind mittlerweile unten am Hafen, an der Hafenmauer angekommen. Verdammt! Du siehst nichts, was brennbar ist. Du weißt, brennbares Material ist teuer und niemand zündet einfach so eine Fackel an. Mittlerweile gibt es auch keine Kanonenschüsse mehr von dem Feuerturm bzw. den anderen Rotzen, die hier auf den anderen Mauern angebracht sind. Also mittlerweile gibt es weiteres Geschrei aus der Stadt. Jetzt gehen auch ein paar Lichter im Inneren an. Ein paar Rauchsäulen, die ausgehen dafür. Im Inneren der Stadt ist ziemlich viel Chaos. Die Mauern sind dafür umso ruhiger geworden. Wascha, komm von der Wand runter! Oder willst du alleine stehen? So sehe ich wenigstens, was hier passiert. 40 Humeria. Und gleich siehst du, wie sich deine Eingeweide über die Stadtmauer verteilen. Ja, dann bücke ich mich halt, dass ich nur mit den Augen über die Mauer lupen kann, dass man mich nicht mehr direkt sieht. Ja, du kannst auch erkennen, wie ein paar Pfeile, also wenig, von den Piraten abgeschossen werden. Die haben wohl sowas wie Bogen oder Armbrüste dabei. Aber dadurch, dass das eben nur, in Anführungsstrichen, 20 sind, sind das eben dementsprechend weniger. Aber die Humeria fangen jetzt gerade an, gegen die Tore gegenzudonnern. Und zwar sind die, ja, definitiv größer, so um die 2,50, vielleicht 3 Meter. Mit 2 riesigen Scheren bewaffnet. Und zu deinem Erstaunen kannst du sogar sehen, dass sie in diesen Scheren auch Hellebard tragen. Und ich kann denen nichts von oben auf den Kopf werfen. Keine Steine, kein heißes Öl, kein gar nichts. Die haben nichts da oben. Ja, also du kannst erkennen, dass da wohl ein paar lose Steine wohl auch sind. Damit will man wohl eher die Mauer ausbessern irgendwann. Aber ja, so, ich sag mal, 1 bis 6 lose Steine findest du da oben. Doch, dann fange ich mal an, mit den Steinen zu werfen. Sisyphus-Arbeit. Was sieht das? Oh, ich kann es gerade nicht markieren. Das hier ist das Tor. 5 Steine, finde ich. Ich habe das Tor jetzt hier eingesetzt. Beziehungsweise wir können es auch da hinsetzen. Ist okay. Das hier sieht aus wie das Tor. Ja, dann machen wir das als Tor. Passt. Haltet das Tor! Kapitän, ich brauche einen Moment, ich wirke einen Segen. Dann schnell! Und ich werfe mich hoffentlich mit der Stadtwache gegen das Tor. Der Aus läuft am Tor entlang und haut immer wieder mit seinem Effortbart gegen die Planken des Holzes und wirkt ein Schutzsegen. Im Namen der Herrin Rondra, meines Herrn Effort und den übrigen Herrschern Alvarans, unheiliges Gezicht, du kannst nicht vorbei! Und dann wirklich dann 5 Kampfrunden ein Schutzsegen. 5 Runden oder 5 Aktionen? 10 Aktionen, 5 Kampfrunden. Also, ich habe mir das Ganze vorher ausgeguckt. Das ist jetzt ein Amalion-Regelwerk. Warum Amalion? Weil wir jetzt hier nicht mit einzelnen Heldenaktionen spielen, sondern mit Armeen gegen Armeen. Die Charybdiden-Armeen verwenden 1600 Punkte und die Verteidiger von Valusa 450. Das heißt, ihr habt eine Streitmacht von 1:4 unterlegen. Dazu kommt eben auch, dass ein Humeria es problemlos mit mehreren Menschen aufnehmen können. 40 Humeria stehen jetzt unten vor der Tür und hämmern an. Ihr habt eine Spielrunde Zeit, das heißt 5 Minuten, bevor die Tore brechen. Was wollt ihr tun? Also ich hatte ja vorher schon gesagt, ich würde gerne meinen Stein da werfen. Selbst wenn ich nur einen treffe, ist schon mal gut. Ansonsten, wenn mir andere Befehle zugerufen werden, ich bin hier nicht der Krieger, macht was draus, Leute. Gut, Wascha ist beschäftigt, Brindigian.
Wir können dem nicht standhalten, Bruder. Wir brauchen Barrikaden, irgendetwas, um sie aufzuhalten. Was denn? Wollt ihr das Tor verbarrikadieren? Dann brechen sie auch durch. Entweder wir bleiben jetzt hier stehen und fangen sie ab, oder wir verziehen uns. Ich habe eine Idee. Menschen-Valusas! Schreit Effert darauf in die Stadt hinein. Menschen-Valusas! Ihr werdet angegriffen! Und wenn dieses Tor nicht gehalten wird, sind wir dem Untergang geweiht! Schafft alles Sperrige! Das Holz vom Brand von gestern her! Hier, wir werden es benutzen, um das Tor zu verstärken! Los, ihr Bewohner Valusas! Jetzt müsst auch ihr Mut beweisen! Ja, super. Das ist zumindest schon mal was, was ihr vielleicht auch schon gestern hättet machen können. Die Bevölkerung mit einbeziehen, denn das habt ihr nicht getan. Überzeugen und Kriegskunst bitte von dir. Denn die Leute gucken aus den Fenstern. Natürlich, alle sind wach trotz der Uhrzeit. Durch die Glockentore. Denn wenn irgendjemand jetzt agieren kann, dann unter anderem auch die Bevölkerung. Die werden sich vielleicht nicht in die Scheren eines Homerias werfen, aber naja, sowas wie Brennholz oder spärliches Holz von gestern, von dem Brand vom Kontor hintragen, das wäre vielleicht drin. Mit 5 Punkten willst du dann nicht nochmal nachbuffen mit deiner Magie? Sehr gut, kann ich nachträglich jetzt natürlich nur 1:1 machen, richtig. Aber mache ich mit 5 ASP für 5 Punkte. Okay. Kriegskunst hinterher. Was machen die anderen? Evadaios mobilisiert die Bevölkerung. Ja, ich habe keine Kriegskunst. Kann ich da ausweichen? Brett- und Kartenspiel, wenn du willst. Okay. Ich überlege gerade, ob es dieses Tor wirklich wert ist, jetzt hier stehen zu bleiben. Ziemlich hart sogar. Ich guck mal, wie entschlossen die Stadtwache aussieht. Überhaupt nicht. Ascha, wie viele sind da? Du siehst, wie sie anfängt, das von Brindijan gelernte Rechnen anzuwenden und anfängt zu zählen. Also, ja. Soll ich eine Rechnen würfeln oder kriege ich das so hin? Wir würfeln eine Rechnenprobe. Also das ist dunkel, es ist Gewusel, du bist unter Stress. Definitiv eine Rechnenprobe. Oh Scheiße! Ganz viele! Etwas genauer, so. 50, 100, 1000. Mehrere Hände. Scheiße. Ich pack den Ritter neben mir bei der Schulter und dreh ihn zu mir herum. Mann, da sind zu viele da draußen. Das Tor könnt ihr vergessen. Frosty, ich hätte gern noch ein paar Infos, was man denn eigentlich oben auf der Mauer findet, außer ein paar Steine. Weil ich finde, so kann man halt irgendwie gar keine Ideen richtig entwickeln, wenn man nicht so genau weiß, was da alles ist. Also... Machen wir einen Vorschlag. Also es gibt kein Brennmaterial. Es gibt keine Boxen. Aber zum Beispiel hätte ich noch als andere Idee, dass man zum Beispiel, du hast ja gesagt, es gibt keine Seile. Gibt es irgendwas, was man, zum Beispiel, wo man mehrere Steine bündeln könnte, ein Netz oder so, und dann quasi mit den Steinen versuchen könnte, die links, also wie so ein Lasso quasi vor der Mauer hin und her zu pendeln, sodass Hafen. Man damit... Unten im Hafen findest du ganz viele Netze und ganz viele Taue. Ja, aber das ist ja vor der Mauer, oder nicht? Richtig, ja. Ja, finde ich irgendwas auf der Mauer, was ich gerade gesagt habe? 1-6 helle Baden. Sowas will ich doch nicht. Also, nein, es ist ein Stadttor. Die Leute sind keine Angler, die Leute sind keine Fischer. Du wirst dort oben keine Netze oder Seile finden. Hier will sich keiner nach unten oder nach oben abseilen. Nee, aber es gibt doch verschiedene, zum Beispiel gibt es Ketten, damit man zum Beispiel das Tor rauf und runter oder also auf und zu, gibt es da irgendwas zur Befestigung? Ketten. Metallene Ketten. Ja, metallene Ketten würde ich dir irgendwie zulassen, wenn du da metallene Ketten. Das ist sowas anderes als ein Seil. Dann würde ich versuchen, die metallene Ketten irgendwie zu benutzen. Würde ein Stofftuch von mir nehmen, würde versuchen, da die Steine reinzuwickeln, dann die Kette um das Stofftuch zu wickeln und aus dieser Kette quasi so eine Art Pendel zu bauen und damit nach unten einfach immer auf die Leute so und dann wieder hochziehen. Weißt du, wie ich das meine? Ja, ich weiß, wie du das meinst. Also das Stofftuch wird höchstwahrscheinlich reißen. Da kannst du von ausgehen. Ja, schon einfach kreativ zu sein gerade. Ja, das merke ich, das merke ich. Und du kannst da auch gerne dann deine 5 Minuten versuchen mit dem Tuch. Also das Tuch, das wird funktionieren, aber spätestens nach dem zweiten Mal reißt das. Gut, Evadaios, 5 Minuten. Er weist die Leute an. Jalan, ich weiß nicht, ob wir das Tor halten können, aber wo sollen wir die Gegner denn in Empfang nehmen? Effertempel. Im Effertempel, okay, soll das Holz hier abgeladen werden?
Ich meine die Trümmer und alles. 5 Minuten ist es, bis das Tor bricht. Das wisst ihr natürlich IT nicht, aber OT kann ich euch sagen, eine Spielrunde her. Nee. Also nicht, wenn nicht, dass irgendjemand hier steht, wenn das Tor bricht. Alle Mann zurück! Gebt das Tor auf! Ja, die Stadtwache läuft dann auch los. Der Retter hat gesagt, wir geben das Tor auf! Zum Effertempel! Zum Effertempel! Wartet, bis das Horn geblasen wird! Über die Brücke nach Norden! Pisser. Feigling! Weichei! Komm zurück! Renditia, 5 Minuten. Ja, wo, was ist denn das für ein Tor? Wo glaube ich denn, dass das bricht? Ist das halt irgendwie... Ja, so ist es ein Balken, Hafen. Ja, genau, so ein Balken. Und der wird höchstwahrscheinlich nachgeben. Das ist ziemlich dick, ziemlich schwerer Balken, aber der gibt irgendwann nach. Okay, aber so die Angeln, in denen das Tor ist, das könnte noch halten, oder? Also wenn du den Balken verstärkst magisch, dann brechen auch irgendwann die Angeln. Aber es wäre okay. Eine Idee. Ja, würde ich euch vielleicht noch ein bisschen mehr Zeit geben. Im weitesten Sinne magisch verstärken würde es wohl, aber... Also auf dem Tor liegt ja auch der Schutzsegen, ne? Mhm, genau, ich weiß. Was glaube ich, wie viel Zeit ich damit noch schinden kann? Was willst du wirken? Ich will mich quasi selbst als Riege da reintun mit einem Paralys. Oh Gott. Die Idee finde ich gut. Ich geb euch eine weitere Spielrunde. Ich lasse den aber Frage, nicht hier. Wenn er sich da rein paralysiert, packe ich ihn und nehme ihn mit. Die Idee, dass du als Riegel fungierst, ist lustig. Ich glaube, lustig, da gewinnen wir auch nicht viel. nee, ich glaube, ich gehe dann eher Ephadaios Beispiel nach. Das erschien mir doch deutlich effektiver. Also wenn zumindest die ersten Leute hier Anstalten machen, tatsächlich zu helfen, dann werde ich irgendwie ins nächste Viertel, zum nächsten Wohnblock laufen und Ähnliches versuchen. Okay, also 5 Minuten lang irgendein Geröll vor das Tor legen. Ja, zum einen das und auch nach Waffenfähigen zu fragen. Also jeder, der irgendwie ein Küchenmesser schwingen kann oder sich dazu berufen fühlt, seine Heimatstadt zu verteidigen, versuche ich auf die Straße zu bringen. Kriegskunst? Oha, ich glaube, das habe ich mal aktiviert. Moment. Ha, ein über. Ja, und während Wascher dort oben versucht, im Torhäuschen mit einem großen Tuch und einer Kette Steine zu binden, um dann die einzelnen Humerier dort, kaputt zu machen, könnt ihr sehen, wie 10 Stadtwachen auf das Tor zulaufen. Man hat wohl hier das südliche Tor aufgegeben, beziehungsweise die Leute abgezogen. Und die vorhin losgerannt sind, haben auch Verstärkung geholt. Die weitere Bevölkerung wird mobilisiert, sodass der wütende Mob, den ihr gestern am Konto hattet, jetzt die Tore verstärkt. Ich dirigiere die alle direkt weiter. Zum Effertempel! Zum Effertempel! Wartet auf das Horn! Ja, warte kurz. Und mit der Stadtwache könnt ihr sehen, wie eine weitere Gestalt, eine rothaarige Kriegerin, eine Torwalerin mit 2 Streitäxten in den Händen anläuft und dort euch auch anschließt. Wie gesagt, die werden alle in Richtung Tempel gescheucht und die brüllen am Hoch auf die Mauer. Wascha! Komm runter! Also Frost, ich habe jetzt mal Fernkampfbasis gewürfelt, weil ich ja irgendwann festgestellt habe, okay, das Tuch reißt, das ist scheiße. Ja. Und du hattest mir 5 Steine gegeben und davon hätte ich jetzt 4 getroffen. Ich habe Fernkampfbasiswert 8, also habe ich jetzt 4-mal getroffen. Ja. Von 5. Juhu! Pomeria ist eine schwere Infanterie. Die haben also einen Rüstungsschutz von 6 und das ist ein natürlicher Rüstungsschutz. Ja. Rüstungsschutz 5 und 6, je nachdem, ob sie normal sind oder Daimonid. Und dementsprechend, da kannst du mit deinen Steinen überhaupt nichts ausrichten. Überhaupt nicht. Ja, und wie gesagt, ihr habt jetzt hier die Stadtwache, weiteres Geröll und alte, abgebrannte Holzsachen, die von gestern vom Kontor jetzt vor das Tor gelegt werden. Und Jalan als, sowas wie Befehlshaber oder... Der am lautesten brüllt, sagt jetzt, dass sich alle zurückziehen sollen und das Tor hier aufgeben sollen. Das schwarze Schwert ist immer noch an deiner Seite, Jana? Das schwarze Schwert habe ich Myria gegeben, damit sie es zum Tempel bringt. Ach so, okay. Ich dachte, sie sollte nur den Neffertbart ablegen.
Dafür lasse ich nicht 5 Söldner mitlaufen. Ja. Jalan, ihr wisst, der Effert-Tempel wird nicht die ganzen Menschen der Stadt halten können. Dann sammeln wir uns halt auf dem Platz. Das Wichtige ist, dass wir Zeit gewinnen, bis das Horn geblasen wird. Ei. Und dann... Ladet den Kram dort ab und kommt mit. Los! Das Tor bricht. Das heißt, der Balken gibt nach. Das Tor wird nach innen aufgeschwenkt und prallt dann gegen die anderen Holzbalken, die jetzt davor gestellt worden sind, und den ganzen Schutt. Sodass, ja, jetzt müsste man sich noch überlegen, wie man mit großen Homeriern dieses Tor weiter aufschiebt. Aber ihr könnt auf alle Fälle schon mal sehen, wie die riesigen, ja, widernatürlichen Gestalten euch anstarren. Ihr könnt einen undurchdringlich schwarz-roten Panzer erkennen. 6 Beine, die dann starkend klicken über den Pflasterstein, und infernalisch große Scheren, wie gesagt. Der Kopf ist menschlich, leicht menschlich, und naja, mit ihren großen Scheren können sie euch ohne Probleme zerknacken, wie eine Thunfischdose. Ja, ihr könnt lange gebogene Stirnfühler erkennen, die wie Stiele herausragen. Das ist der Moment, in dem dann auch Jalan selbst den Rückzug antritt. Wer jetzt noch hier ist, wird nochmal angebrüllt. Zum Tempel, das Tor ist gefallen! Und schaffe ich es jetzt noch von der Mauer runter, Frossi? Was mit Wasche passiert und was mit Rodrigo passiert, das lassen wir ein anderes Mal besprechen. Du bist immer noch dabei beschäftigt, oben im Turmhaus einen Stockwerk darüber weitere Steine aufzuklauben und nach unten zu werfen. Und dann kannst du erkennen, wie das Tor weiter aufbricht, Jalan den Rückzug anbläst. Gut. Ja. Ja, der Mob zieht sich zurück. Und was dann weiter geschieht, sehen wir nach einer Pause. Ja, ist ja reichlich Action heute, muss ich sagen. Also ich wäre denen jetzt lachend entgegengerannt. Auch alleine. Ja, alleine. Ja, Myria ist selbstverständlich schon zum Effert-Tempel gerannt mit dem schwarzen Schwert. Und wie es da dann weitergeht mit dem Effert-Horn, das sehen wir nächstes Mal. Wir können, sobald wir auf dem Platz sind, schon mal anfangen, Barrikaden zu bauen. Ihr werdet übrigens verfolgt von einem Diva. Beziehungsweise, nein, gar nicht ihr, sondern Myria. Der dürfte schneller sein als sie. Ja, Geschwindigkeit 100 sollte drin sein. Aber wenn das Pferd zu striegeln ist oder die Rüstung zu putzen, ist sie auch mit Geschwindigkeit 100 verschwunden.